Ladies and Gentlemen, Pete's Meat fährt auf einen Roadtrip und das erste Mal in der Geschichte von Pete's Meat mit allem aus dem Team. Also mit dem kompletten Aufnahmeteam. Alle fünf von uns fahren jetzt an den kommenden fünf Tagen von Montag bis Freitag von München aus jeden Tag eine neue Stadt an, über die Alpen, durch Österreich und Schweiz. Und wir werden von vor Ort dann Vlogs produzieren, die hier auf Pete's Meat TV laufen werden. Wir versuchen auch jeden Tag mindestens ein Pokémon Go Video zu machen in den jeweiligen Städten. Und da bräuchten wir auch eure Hilfe, denn wir wissen natürlich nicht, wo man cool in den Städten Pokémon fangen kann. Vielleicht gibt es da so Special Locations, wo so vier Pokéstops übereinander liegen oder sowas. Und deswegen nenne ich euch mal die Städte, die wir jetzt demnächst anfahren werden, die wir jetzt diese Woche anfahren werden. Da haben wir Salzburg, Innsbruck, St. Gallen und Ravensburg. Also, falls ihr in diesen Städten wohnt oder schon mal da wart oder schon mal häufiger da seid, könnt ihr uns ja mal vielleicht sagen, wo man da cool Pokémon fangen kann. Zusätzlich zu diesen geplanten Videos gucken wir mal, was wir noch produzieren können. Wir haben natürlich umfangreich vorproduziert. Ja, es wird weiterhin jeden Tag Adventure Map geben und so weiter und so fort, was ihr halt von uns erwartet. Aber wir dachten uns, wir müssen das einfach mal machen. Wir haben die Idee schon so lange und theoretisch können wir es eigentlich nie machen, weil wir immer sagen, das funktioniert nicht mit der Vorproduktion dann immer. Vor allen Dingen jetzt der Termin kurz vor der Gamescom und danach sind wir auch immer dann eine Woche in Holland. Aber hey, wir haben jetzt mal reingehauen, ja. Und wir gucken einfach mal, was wir von vor Ort noch produziert bekommen. Aber wir haben da einfach zu viel Lust drauf. Denn es macht immer sehr viel Spaß, beispielsweise auf diese Mercedes-Roadtrips zu fahren. Die sind natürlich auch von denen organisiert und bezahlt und so. Diesmal bezahlen wir halt selber. Und müssen auch selber organisieren, deswegen mal gucken, ob es genauso cool wird, aber bei Mercedes können ja nie immer alle mitfahren und wir können ja vor allen Dingen auch nicht immer selber entscheiden, was da jetzt passiert. Deswegen haben wir gedacht, nehmen wir es doch mal selber in die Hand und machen was Eigenes draus. Deswegen freue ich mich sehr und morgen könnt ihr schon den ersten Vlog erwarten, hoffentlich, wenn alles klappt. Wir nehmen noch den Martin mit, der normalerweise den Best-of-Kanal macht aktuell. Der dann vor Ort noch zu. Wir filmen selber, er wird ein bisschen filmen, aber er wird dann vor allen Dingen auch schneiden und dann versuchen, die Videos so schnell wie möglich dann online zu kriegen. Wir versuchen natürlich dann Social Media und sowas zu machen, coole Fotos, bla bla bla. Wir wollen auf jeden Fall eine coole Woche irgendwie haben und wir wollen euch auf jeden Fall mitnehmen. Wir haben da unterschiedlichste Sachen geplant, ein, zwei lustige Fahrt-Challenges, ja, so ein bisschen Top Gear-mäßig. Ich habe auch schon hier so Walkie-Talkies gekauft, ja, wir haben da so Walkie-Talkies in den Autos, was ich auch ganz witzig finde, aber wir haben halt, wie gesagt, sowas wie Pokémon Go geplant, was dann halt wieder mehr so Richtung Gaming geht und so unterschiedliche Sachen und ich hoffe, es wird ganz cool, ich hoffe, ihr freut euch drauf, ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich wollte euch das einfach nur schon mal ankündigen und natürlich euch um Hilfe bitten bezüglich der guten Pokémon Go Plätze. Vielen lieben Dank und bis dahin, haut rein!